Ich komme aus China. 1990, ich bin nach Österreich gekommen. Damals habe ich wunderschöne Traum gehabt. Ich danke, es werde alles sehr gut werden. Aber inzwischen hat sehr, sehr viele Unglückssache passiert. Ich war in Österreich, ich habe einen Österreich kennengelernt. Bin ich auch mit ihm verheiratet. 2002. Wir haben ein Kind bekommen. 2008. Das war ein Zufall. Mein Sohn, er hat mich erzählt, seine Papa hat ihn sexuell missbraucht. Einfach, ich habe gar nicht geglaubt. Ich danke, vielleicht erzählt er mir eine Geschichte. Dann habe ich ihn sehr viele Mal, viele Tage immer wieder gefragt, ob das wirklich passiert. Er hat gesagt, ja, das hat passiert. Seine Papa hat jeden Abend zu ihm gekommen und hat seine Hose ausgezogen und mit seiner Hand und seinem Penis gespielt, so lange bis er selbst eingeschlafen ist. Weil damals, ich habe mit meinem Mann getrennt gelebt, unter der Woche meistens. Mein Sohn ist mit seinem Papa in seiner Wohnung gelebt. Wochenende, er war bei mir. Da er hat mich diese Sache erzählt, ich danke, das ist unmöglich. Ich weiß, es gibt sehr viele Männer, wollen Frauen sexuell Missbrauch oder ähnlich, aber ich danke, mein Sohn ist ein Bub. Mein Mann würde das nicht tun, aber er tut das. Da habe ich ihm meinen Sohn gesagt, was sollen wir jetzt machen? Er hat gesagt, er will nie wieder zu seinem Papa gehen, er will bei mir bleiben. Da habe ich gesagt, okay, du bleibst bei mir, ich werde dich schützen. Solange ich lebe, ich werde dir helfen. Da er hat gesagt, er will nicht, dass ich Anzeige mache, weil er hat Angst, dass seine Papa zu gefangen ist. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das nicht. Ich habe keine Anzeige gemacht, aber nach ein paar Wochen später, wir waren bei einem Schwimmbad, ist eine Frau. Damals, ich habe sie gar nicht gekannt, sie hat gesehen und mehrmals gesehen, dass sein Vater hat meinen Sohn sexuell missbraucht. Dann sie ist zu mir gekommen, sie hat mir sie erzählt, sie hat mich gefragt, ob ich diese Kinder kenne. Ich habe gesagt, ja, ich bin seine Mutter. Dann sie hat zu mir gesagt, ich sollte meine Augen nicht von meinen Kindern loslassen, weil ein Mann hat meine Kinder sexuell missbraucht. Dann sie hat mich gezeigt, diesen Mann, ich habe gesagt, das ist mein Ehemann. Sie hat gesagt, er hatte die ganze Zeit meine Kinder sexuell missbraucht. Dann, ich habe gedacht, was soll ich jetzt tun? Und diese Frau hat gesagt, ich sollte sofort zu Jugendamt gehen und Hilfe holen. Der nächste Tag, ich bin mit meinem Sohn zu Jugendamt gegangen. Ich habe gedacht, Jugendamt wird uns mal helfen. Aber ich bin dumm. Anfang, die Jugendamt hat uns geholfen. Sie hat gesagt, dass es eine Sozialarbeiterin im zweiten Bezirk Wien. Sie heißt Florika Wesseli. Sie hat gesagt, wir sollten zum Gericht gehen, alleine Sorgerecht beantragen. Der nächste Tag, ich bin mit meinem Sohn zu Licht gegangen. Der Lichter hat alleine Sorgerecht mit mir übertragen. Dann nachher, mein Sohn, vor einigen Wochen im AKH, der Arzt, die Psychiaterin, die Spezialist, die Top-Psychiater, die Herr Friedrich und der Oberarzt und viele Ärzte und alle Pflegeteam, die haben alle bestätigt, dass mein Sohn von seinem Vater Sex missbraucht.
Sie haben gesagt, Sie haben eine zweimal Bewunder geschrieben. Sie haben geschrieben, mein Vater soll eine Leistung beantragen, soll ihm nicht geben. Und Sie haben auch gesagt, die Kinder sollten nicht mit dem Vater kontaktieren. Aber die Jugendamt, Sie wissen das alles, aber Sie schützen meine Kinder nicht. Sie haben meine Kinder einfach und ich, das war letztes Jahr, 22. September, ich habe meinen Sohn zur Schule gebracht. Nein. Jugendamt, Sozialdienst, Frau Westerli, sie hat mich angerufen. Sie hat gesagt, sie haben meine Kinder in Krisenzentrum angeliefert. Ich habe gesagt, warum? Sie hat gesagt, damals mein Mann hat einen Trick gemacht, wie meine Wohnung. Er war damals Vermieter. Er hat absichtlich 8 Monate Miete nicht bezahlt. Und dazwischen, er hat mich kein einziges Wort gesagt. Er will nicht, dass ich selbst Miete bezahle. Er will auch nicht, dass ich mit der Hausbesserin kontaktiere, die Mietvertrag enden. Er will Hausfrau uns ausschmeißen, dass ich meine Wohnung verliere. Und er will mit diesem Grund die Jugendamt meine Kinder wegnehmen. Und jetzt, er hat seine beide Tür erreicht. Die Hausblau hat uns einen Telefonie-Termin geschickt. Wir müssen 9. Oktober von meiner damaligen Wohnung ausziehen. Und den nächsten Tag, die Jugendamt hat meine Kinder sofort weggenommen. Und bis heute, die Grund, das damals Jugendamt genannt, die Grund alles weg. Aber Jugendamt, bis heute geht meine Kinder nie zurück. Und jahrelang, seit dem letzten Jahr, mehr als 2009, sie haben mit dem AKH-Arzt zusammen, das ist AKH-Arzt Dr. Hans Scheidinger, sie haben gemeinsam gemacht, sie lassen meinen Sohn eine Betäubungsmittel nehmen, jeden Tag in den frühen Abend. Sie wollen mein Sohn diese ganze Sexmissbrauchsache vergessen. Sie wollen diese ganze Sexmissbrauchsache vertuschen. Sie wollen diese Täter für immer freilassen. Und mein Sohn, diese kleine Doppelopfer, zuerst von seinem Papa Sexmissbrauch, dann mit Jugendamt Gewalt in einer Kinderheim gespielt. Sie lassen meine Kinder nicht frei und lassen ihn über Jahre lang Betäubungsmittel nehmen. Sie wollen meine Kinder das Leben ruinieren. Ich sage, dass eine Art macht Missbrauch. Ich finde, das ist unfair. Das ist alles verkehrt gelaufen. Meiner Meinung nach, die Behörde, die Richter, die Jugendamt, die Kinderschutzzentrum, die alle, die Sozialarbeiterinnen, die Kinderschutz, die Krisenzentrum, die Wohngemeinschaft, die sollten Opfer helfen, aber nicht verkehrt die Kinder, die Opfer das Leben ruinieren. Jetzt. Ich bin seine Mutter, aber ich kann ihm nicht helfen. Die Jugendamt hat meine Sorgen.